Hallo, ich bin Manfred Mohr. Ich möchte Ihnen heute mein neues Buch vorstellen, Bestellung nicht angekommen. Der Untertitel verrät schon einiges über den Inhalt, die größten Irrtümer beim Wünschen. Wünschen ist ein untrennbarer Teil unserer Kultur. Goethe hat sinngemäß gesagt, unsere Wünsche sind die Vorgefühle dessen, was im Stillen in uns bereits wartet, erfüllt zu werden. Der Kern der Aussage des Buches handelt von Ablehnungen, denn ganz oft sind Ablehnungen unbewusste Bestellungen. Das, was ich ablehne, ziehe ich unbewusst in mein Leben, ob ich es möchte oder nicht. Deswegen ist dieses Buch neu in der Hinsicht, dass diesmal der Besteller, die bestellende Person, im Mittelpunkt steht. Und ich will dem Leser gerne dabei zur Hand gehen, zu zeigen, wo habe ich Ablehnungen, die mir nicht bewusst sind und wie kann ich, wenn ich diese Ablehnungen überwinde, noch besser und noch erfolgreicher Bestellungen geliefert bekommen. Man kann Ablehnungen sich sehr deutlich machen, wenn man sich eine Wunschliste nimmt. Oft habe ich einen Traumpartner, den ich mir wünschen möchte, zum Beispiel, er soll besonders schön sein, er soll besonders groß sein oder besonders solvent möglicherweise. Aber versteckt dahinter könnte es sein, wenn ich mir so eine Wunschliste nehme, dann steht da, ich will einen hübschen Partner, aber ich lehne ab einen hässlichen Partner. Und wenn diese Ablehnung besonders stark ist, habe ich keine Chance, diesen hübschen Partner in mein Leben zu ziehen, denn die Ablehnung ist einfach stärker als das, was ich mir nur bewusst wünsche. Ablehnungen sind unbewusst auch maßgeblich entscheidend dafür, wenn ich Single bleibe, obwohl ich unbedingt wieder eine feste Partnerschaft haben möchte. Denn was lehne ich am allermeisten ab, wenn ich Single bin? Das Alleinesein. Schon als ich 18 war, fiel mir das auf bei einem guten Freund von mir, der ging immer in die Diskotheken. Damals waren halt die 80er Jahre, wo die Diskotheken noch groß im Rennen waren. Und er fand keine Freundin. Dauernd war er umgeben von hübschen Frauen, aber es wollte sich einfach keine finden. Dann hat er es aufgegeben und kurze Zeit später war die neue Frau da, mit der er auch heute noch verheiratet sind. Also, wenn man Single ist, ist der beste Hinweis, akzeptiere, dass du alleine bist, mach das Beste draus und hör auf zu suchen. Und hör vor allen Dingen auf, abzulehnen, dass du alleine bist. Im Buch gehe ich auf jeden Bereich des Lebens ein, wo wir durch Ablehnungen die Lieferung von Bestellungen unbewusst verhindern. Ich bespreche das Thema Geld, das Thema Beruf und vor allen Dingen auch das Thema zwischenmenschliche Beziehungen, wo wir uns auch am meisten wünschen, glücklich und zufrieden und in Harmonie mit anderen Menschen zu leben. Ich werde auch einiges aus dem Nähkästchen erzählen, wie ich mit Bärbel dazu gekommen bin, dass Bestellungen nur funktionieren, wenn ich die Ablehnungen innerlich überwinde. Und kann nur wünschen, viel Spaß beim Lesen.